Chapter 5 Season 1 ist für mich jetzt schon eine der besten Seasons, die es in Fortnite bis jetzt gab. Und das sage ich, obwohl ich eher jemand bin, der nur die OG-Season geliebt hat und alles danach eigentlich ultra scheiße fand. Aber wie kommt es, dass nicht nur ich persönlich, sondern eigentlich fast alle diese Season ultra gut finden? Fortnite hat sogar mit der neuen Season ihren Peak gebrochen von 6 Millionen gleichzeitig spielenden Spielern, was halt ultra krank ist. Deswegen habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wieso diese Season so gut ist und wie es Fortnite geschafft hat, dem Hype aus der OG-Season gerecht zu werden. Fangen wir mit dem offensichtlichsten an, denn Season 5 hatte natürlich einen ultra guten Start, weil die OG-Season auch so gut angekommen ist. Die Leute waren Fortnite einfach wieder mehr gewohnt und haben deswegen schon von Haus aus der neuen Season eine Chance gegeben, gerade weil das Event auch so gehypt war. Alle haben sich auch eigentlich die Frage gestellt, was das Ganze jetzt mit dem Event sollte, wieso da ein Lego-Modus angezeigt worden ist, wieso da auf einmal Rocket League war und jetzt auch im Nachhinein, wieso da Guitar Hero war im Eminem-Konzert. Diese ganzen verschiedenen Modi kamen jetzt aber nicht mit der neuen Season sofort raus, sondern irgendwie erst nach 3-4 Tagen und in der Zeit haben natürlich andere Sachen gecarried. Oder eher gesagt nur eine Sache, und zwar der normale Battle Royale-Modus. Auch hier reden wir wieder über das Offensichtlichste zuerst, und zwar der Battle Pass. Zugegeben, es sind wieder sehr, sehr viele 0815-Skins drin, die halt komplett Standard aussehen, aber im Vordergrund steht auf jeden Fall Peter Griffin. Ein ultra lustiger und cooler Skin, auf dem man hingrinden kann, der coole verschiedene Stile mit den Aufgaben hat und meiner Meinung nach perfekt gewählt. Der Skin lebt auch ein bisschen davon, dass der halt so, so krass verrückt ist, dass ihn das auch so gut macht. Es ist nicht Peter Griffin an sich, sondern dass das halt so absurd ist. Außerdem war noch Solid Snake drin, was auch ultra random ist, aber den wird man erst gegen Ende der Season bekommen. Okay, der Battle Pass ist schon mal sehr gut. Es lohnt sich schon mal, die Season zu spielen, wenn man die Skins mag. Jetzt muss nur noch die Map passen. Und ich finde die Map wirklich ultra gut gemacht. Obwohl ich kein Fan von dieser neuen Fortnite-Grafik bin, die halt ein bisschen realistischer aussieht und halt einfach echter, sieht es doch sehr gut aus. Ich finde es ultra gut gemacht, dass es jetzt sich lohnt, auch an verschiedenen Orten auf der Karte zu landen. Alleine wegen diesen Boss-Medaillen und den Tresoren. Generell habe ich irgendwie das Gefühl, dass man ultra schnell guten Loot findet, oder? Also wirklich, egal wo du landest, du hast meistens ultra schnell ultra geilen Loot. Sogar wenn du wirklich an den heftigsten Rand der Map fliegst, sind da trotzdem 5 Kisten aufeinander gesteckt. Dann sind da noch irgendwie 2 Bounce-Pads, dann fliegst du zur nächsten Stadt und bist schon instant im Fight drin. Es stehen überall Autos, überall Motorräder. Der Zug ist ultra cool. Ich bin wirklich froh, dass sie nicht nur irgendeinen Zug hingeballert haben, sondern auch da 4 Kisten mit einer großen Kiste gemacht haben. Deswegen lohnt es sich auch wirklich, dazu landen. Die Medaillen von den Bossen auch ultra cool gemacht, dass du da Schild über eine Zeit auflädst, ist ultra cool. Diese Medaillen sagen mir zum Beispiel, dass ich auch mal Late Game irgendwie ein bisschen mehr peaken kann oder ein bisschen offensiver spielen kann, ohne mir die ganze Zeit zu denken, okay, ich muss aber jetzt aber vorsichtig sein, weil mir sonst irgendwie der Schild ausgeht oder sonstiges. Trotzdem muss man aufpassen, dass man nicht einen 275er Headshot von einer Sniper bekommt. Von einer blauen Sniper. Ja, ein paar Sachen sind irgendwie noch OP. Das Waffenmodifizieren ist auch echt cool gemacht, aber irgendwie kann man dazu nicht viel sagen, weil das Einzige, was du da machst, ist halt weniger Rückstoß drauf zu ballern und das war's halt. Ist meiner Meinung nach jetzt nicht so krass und dafür auch viel zu selten. Also diese Werkbänke findet man echt nicht oft. Ich hätte jetzt noch ultra gerne über die NPCs gesprochen, die ja auch überall auf der Karte verteilt sind und die dir auch verschiedene Sachen geben, verschiedene Dienste geben, aber irgendwie haben die das ausgemacht. Ich weiß auch nicht wieso. Du kannst dir bei verschiedenen NPCs zum Beispiel irgendwie Schild kaufen, Leben kaufen, Granaten kaufen, sonstiges, aber du kannst die auch anheuern, damit die dir irgendeinen Boost geben oder Bonus geben. Aber das geht jetzt einfach seit ein paar Tagen nicht mehr, was schade ist. Auf jeden Fall, die Map ist ultra gut. Ich habe selber nicht mal das Gefühl, dass ich die ganze Map erkundet habe, weil es auch so viele versteckte Sachen auf der Map gibt. Der nächste Punkt, wieso ich die Season so krass gut finde, für das aber Fortnite irgendwie sogar gar nichts selber kann, ist einfach der Grund, dass jetzt die Spieleranzahl so hoch ist, dass es jetzt viel weniger verschwitzte Gegner gibt. Und das ist gut. Denn umso mehr Spieler es gibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher schlechtere Spieler sind. Und das ist gut so. Dafür kann aber Fortnite eigentlich nicht. Das ist halt einfach so ein Ding. Also so funktionieren halt Multiplayer-Videospiele. Und nein, Leute, ich meine nicht die Bot-Gegner. Ich meine wirklich schlechte Spieler und keine Bots. Es gab aber nicht nur gute Sachen an der Season. Es gab auch so viele Sachen, über die Leute so getrashtalkt haben, Mann. Ich kann es auch Real Talk langsam nicht mehr hören, und zwar dieses neue Movement-Thema. Ich bin ehrlich, ich hasse es auch ein bisschen und ich schwöre, es ist nicht nur die Animation, okay? Ich weiß, man hat so viele Videos gesehen, Digga, auf TikTok oder YouTube Shorts, egal wo, wie alle gesagt haben, Bro, das Movement ist gleich, wenn du normal gehst. Und ja, das ist gleich, okay? Darüber beschwere ich mich aber auch nicht. Es geht eher um das Sprinten, okay? Falls mal irgendeiner von euch irgendeine Deathrun-Map gezockt hat oder jetzt diese Mission Impossible-Map, dann wisst ihr ganz genau, dass ihr jetzt viel schneller seid und viel weiter springt. Also ist jede Deathrun-Map jetzt eigentlich komplett am Arsch, weil du jetzt viel weiter springen kannst. Aber nicht nur das mögen die Leute nicht, sondern okay, das könnte jetzt auch vielleicht so ein Hot-Take von mir selber sein. Aber mir gefällt es nicht, dass die Waffen alle gleich aussehen, okay? Wenn ich eine Waffe von weitem
Weitem sehe, kann ich gerade noch so erkennen, ob das eine AR ist. Wenn das jetzt aber eine Shotgun oder MP ist, habe ich keine Ahnung, was von beiden ist. Also wirklich, die Waffen schauen viel zu gleich aus. Es macht keinen Spaß. Aber an sich sind die neuen Items, und zwar dieser Greifhaken und der Schild, ultra nice Items. Also die fühle ich. Das nächste kranke Thema ist, jetzt haben wir halt diese 4-5 Tage überstanden, bis jetzt der neue Lego-Modus gekommen ist. Und der Lego-Modus hat halt wirklich, Bro, der hat alles in den Schatten gestellt. Es ist wirklich krank, dass dieser Lego-Modus über mehrere Tage, ich glaube über eine Woche lang, immer eigentlich so 2 Millionen Spieler hatte. Also quasi durchgehend mehr Spieler, als Leute im Battle Royale-Modus waren. Das hat echt alles auseinandergenommen, Alter. Ich habe selber jetzt nicht so viel gespielt, aber ich kann auf jeden Fall sehen, wieso es so viel spielen. Es ist ultra geil, ultra gut. Man kann viel grinden, das ist auf jeden Fall komplett durchdacht. Das ist kein Modus, den Epic Games mal eben hingeschissen hat. Da war schon sehr viel Zeit drin. Aber eine Sache muss ich auch sagen. Es gab einen Glitch, mit dem man Waffen durch Kisten reparieren konnte. Du hast eine Kiste genommen und da eine Waffe reingelegt, die fast kaputt war oder irgendein Tool. Dann hast du die Kiste zerstört und die Waffe war auf Full Repair wieder. Also auf Full Haltbarkeit. Und seitdem jetzt dieser Bug oder Glitch weg ist, zockt einfach keiner mehr den Lego-Modus. Digga, das ist so krass. Also wirklich, Bro, die Zahlen sind von 2 Millionen Spielern nach dem Patch auf irgendwie so 500.000 gedroppt. Aber ich habe schon gehört, Epic Games hat jetzt auch irgendwie einen Fix rausgehauen oder irgendein Update, dass jetzt die Haltbarkeit um 30% erhöht worden ist. Aber ich glaube, das wird sie auch nicht mehr zurückholen. Und jetzt kommt der für mich noch wichtigste Punkt, wieso ich Fortnite einfach gerade auch voll fühle. Neben diesen ganzen Sachen merkt man auch einfach, wie jetzt Epic Games so krass viel Liebe in Fortnite steckt. Die nutzen jetzt ihre Chance und geben nochmal wirklich alles. Und das merkt man einfach. Die pushen das Spiel jetzt nochmal komplett an ihr Limit und gehen noch viel, viel, viel weiter. Also man merkt einfach, die haben jetzt richtig Bock, das Fortnite wieder so an die alte Prime zu bringen. Und das sagt mir als Spieler, dass Epic Games uns wertschätzt. Das ist halt jetzt kein COD oder FIFA, was absolut jedes Jahr gleich ist, außer ein paar Namen sind anders oder ein paar Sachen sind anders, die halt eh niemanden jucken, sondern da ist jetzt wirklich Liebe drin. Und das ist cool. Das ist nice. Und vielleicht auch nochmal was sehr krass Offensichtliches. Die Leute haben jetzt nicht einfach aufgehört, Fortnite zu spielen von der OG Season of Chapter 5, sondern man sieht halt einfach, wie jeder weiterzockt. Und wenn man gerade mal, und wenn man halt in diesem Social Media Bereich so ist, dann sieht man das halt. Sogar Leute, die nicht so krass für Fortnite bekannt sind, zocken halt Fortnite. Da muss ich auch sagen, wie ich zum Beispiel. Ich habe jetzt auch nie Fortnite gezockt, aber jetzt durch die OG-Season, weil die so geil war und jetzt durch Chapter 5, weil es so geil war, zocke ich halt auch Fortnite. Und ich muss sagen, ich liebe es. Und ich muss auch nochmal betonen, dass es für mich nicht nur der Battle-Royale-Modus ist, der Fortnite so geil macht, sondern wie gesagt jetzt auch diese anderen Modi. Der Lego-Modus, der Rocket-Racing-Modus ist auch ultra gut. Ich zocke den auch immer, wenn ich mal so keinen Bock habe. Also auf Battle-Royale. Auch der Konzert-Modus, ultra geil für ein, zwei Runden mal. Auch mit Freunden. Es ist wirklich alles perfekt. Und ich hoffe, so geht's weiter. Und noch eine Sache, die jetzt nicht krass problematisch ist oder so, sondern einfach nur so ein bisschen nervt, ist der Item-Shop. Irgendwie, die letzten 4-5 Tage war da irgendwie gar nichts Geiles drin. Außer die My Hero Academia-Sachen, wenn man die Serie kennt. Aber es sollen ja jetzt bald die Ninja Turtles-Sachen kommen. Und auch noch die Dragon Ball-Sachen, dies, das. Es kommt noch viel Kooperations-Stuff. Und da freue ich mich drauf. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr so heftig geil findet an der neuen Season. Ich lese mir die Kommentare wirklich durch und freue mich auch immer, die zu sehen. Auch nochmal ein wirklich krasses Dankeschön und Liebe geht raus an jedes einzelne Kanalmitglied, das diesen Kanal ultra krank supportet. Ohne euch wäre das nicht möglich. Deswegen bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch. Auch nochmal mit einem besonderen Dankeschön an Daniel/PedoTV und auch Nikant.